Wir feiern heute 25 Jahre Anton Bruckner Zentrum mit einer Weinverkostung einerseits und mit einer Lesung, die musikalisch umrahmt wird. Wir haben uns die Frage gestellt, was machen wir denn zum 25. Geburtstag? 20 Jahre ABC haben wir mit einem großen Konzert der Volkshilfe am ABC Vorplatz gefeiert. Jetzt haben wir heuer einmal was anderes angedacht und gesagt, naja, zum Geburtstag stoßt man an, da ist ja die Weinpräsentation, die wir für den neuen Anton Bruckner Wein sowieso im Programm gehabt hätten, ja fast eine Einladung dazu, das auch für die Geburtstagsfeier 25 Jahre ABC zu nutzen. Ich freue mich auch, dass der Wolfgang Böck heute zu uns kommt mit seinem Programm Böck liest Wein. Er ist ja ein Bacchuspreisträger, also dafür prädestiniert, über den Wein zu lesen. Und ja, im Fernsehen ist er bekannt als einer der sympathischsten Kiwerer, den wir, glaube ich, kennen. Und nachdem ich selber mit einem solchen verheiratet bin, habe ich natürlich da eine ganz besondere Vorliebe dann auch noch für so einen Schauspieler. Kulturstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Heitz freute sich, trotz 3G-Regeln so viele Besucher begrüßen zu können und bat Wolfgang Böck, den bekannten Schauspieler aus Wien, auf die Bühne. Wolfgang Böck las dann sehr amüsante und lustige Geschichten rund um den Wein. Begleitet wurde er von den oberösterreichischen Konzertschrammeln. Eine Dame und drei Herren. Wir dürfen Ihnen heute erstmals eben den Anton Bruckner Wein, die neue Marke, präsentieren. Jedes Jahr erscheint dazu ein neuer Wein, ein neuer Rotwein und ein neuer Weißwein. Heuer sind es zwei wirkliche Top-Winzer geworden. Wir freuen uns mit der Symphonie Nummer 1, so haben wir die Flaschen genannt, Ihnen was ganz Spezielles zu präsentieren. Im Anschluss daran stellte Renate Heitz die zwei niederösterreichischen Winzer vor, die den ersten Anton Bruckner Wein produzierten. Der Weißwein von Hermann Moser und der Rotwein von Johann Markowitsch. Ja, wir haben heute für den Bruckner Wein haben wir uns ausgesucht, einen leichten, frischen grünen Veltliner, frisch, fruchtig, angenehm zum Trinken, angenehmes Säurespiel. Also eher ein frisch, fruchtiger Vertreter seiner Art mit einem leichten Pfefferl. Ein ganz ein trinkfreudiger grüner Veltliner. Und wir stellen uns heute den Rotwein für das Brucknerhaus vor und haben dann ein paar besondere Weine von uns auch noch mitgenommen. Drei Rotweine und drei Weißweine. Ein bisschen einen Querschnitt von unserem Betrieb zum Probieren halt. Auf was muss man bei der Weinproduktion achten? Ja, das Wichtigste ist einmal gesunde Weintrauben. Das ist um und auf. Weil schlechte Weintrauben wird man nie einen guten Wein zusammenbringen. Wir müssen gesund sein, reif sein, dann schmeckt der Wein und schmeckt der Wein auch gut. Das ist einmal das Einfachste. Und im Keller sauber und rein arbeiten. Also man kann nicht aus schlechten Trauben mit keinen einen guten Wein zusammenbringen. Manfred, was sagst du zu dem heutigen Abend? Ja, wir feiern ja 25 Jahre ABC und haben seit knapp einem Jahr einen neuen Kulturmanager in der Stadtgemeinde Ernstfelden. Haben gesagt, wenn ein neuer Kulturmanager, warum nicht auch ein neuer Wein? Und sind dann gemeinsam mit dem Georg Wiesing auf die Suche gegangen, sind mit dem Weingut Moser und mit dem Weingut Markowitsch fündig geworden. Der eine macht den Weißen, der andere macht den Roten. Und bisher haben wir nicht mehr 24 Jahre aus unserer Weinpartnerstadt aus Pfaffstätten bezogen. Und glaube ich, der ist jetzt auch sehr gut gelungen. Wir haben gut ausgewählt. Und ich denke, auch bei den nächsten Kulturveranstaltungen des ABC werden sich die Besucherinnen und Besucher auf diesen Wein sehr freuen. Ja, wir haben heute einen wunderbaren Auftakt erlebt zur neuen Saison Homo Ludens mit Wolfgang Böck und eben den Präsentationen von den neuen Weinen. Und es geht gleich weiter. Die neue Saison hat ein Motto, Homo Ludens, der spielende Mensch. Und wir haben versucht, eben das Spiel in all seinen Facetten irgendwie abzubilden. Wir haben die Schachstaatsmeisterschaft, wir haben ein Magic-Kartenturnier, wir haben natürlich ein buntes Kabarettprogramm, ein Kabarettprogramm, das sich wirklich auch sehen lassen kann mit hochkarätigen Gästen. Und auch die Kinder und die Jugend waren unser großes Anliegen. Es geht jetzt fulminant weiter, gleich mit 67 Veranstaltungen. Und ich hoffe, dass ein oder andere einmal vorbeischaut. Hoffentlich sehen wir Sie im Anton Bruckner Zentrum Ernstfelden.